Hallo, ich bin Ilka. Ich nähe gerne und auch schon ziemlich lange. Und ich bin Conny. Ich würde gerne sehr gut nähen lernen und bin bisher Anfängerin. Und gemeinsam sind wir das Zierstoffteam. Und die Weltverbesserer, denn wir wollen die Welt ein bisschen einfacher machen und euch zeigen, wie man einfache Dinge ganz schnell umsetzen kann. Und damit würde ich mal sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Ilka, man sieht, das ist jetzt mal ein richtig cooles Kindergarten-Outfit. Wir haben ja schon in einem anderen Video über die Applikation gesprochen und was wir da alles Tolles auf Zierstoff machen können. Was ich jetzt gerne wissen möchte ist, oder was ich gerne machen möchte, ist eine Hose, die einfach ist. Mhm. Einfach heißt für mich, ohne Reißverschluss und ohne Knöpfchen. Und trotzdem so, dass sie aber auch wirklich vom Anziehen her und vom Fitting her gut aussieht. Richtig gut aussieht. Ja, da haben wir einen Schnitt auf www.zierstoff.de zum Runterladen. Und zwar das Besondere an der Hose ist, dass sie vorne glatt ist, auch einen tieferen Schritt hat, wie man so schön sagt, oder ja, Schritt. Und dass sie hinten mit einem Gummizug individuell einstellbar ist. Das ist gut, dann rutscht es nicht über Pampers genau. Und so rüber. Mhm. Die Vorderhose ist auch ein bisschen schmaler geschnitten, das schaut wunderschön aus und sind im Endeffekt, es ist ganz einfach zu nähen. Kurze Frage, ich kann die in verschiedenen, du hast sie nämlich hier in zwei Längen mitgebracht, ich kann die sowohl kurz als auch lang, kann ich die etwas schmaler machen? Ja, weil, kannst das du ist auch. Ja jetzt auch. Ja, okay. Kann das man alles auf Zierstoff? Genau, ist alles in der Anleitung beschrieben, also einmal runterladen, Schnitt ausdrucken und Stoff zuschneiden. Und zwar schaut es so aus. Ich habe das jetzt hier einmal in einer Größe 104 vorbereitet. So, also du hast einmal das Hinterteil und das Vorderteil der Hose. Und ich habe jetzt hier schon mal mit der Overlock-Maschine alles versäumt. Das kannst du aber auch mit einem ganz normalen Zickzackstich mit der normalen Nähmaschine machen. Das sind eigentlich vier Stoffschnitte, die ich ausschneide. Ne, zwei Teile. Und du zwei Schnittteile und vier Stoffteile. Ja. So. Ne? Die legst du rechts auf rechts zusammen und nähst jetzt hier einmal bei der Hinterhose. Das hast du schon vorbereitet. Genau, einmal die Schrittnaht, also die Naht hier zusammen. Bügelst es aus und dann bekommst du die Hälfte. Einmal eine Hosenhälfte und zweimal die Hosenhälfte. Mhm. Und die legen wir jetzt auch wieder rechts auf rechts aufeinander. Schöne Seite auf schöne Seite. Genau. Und nähen jetzt einmal hier die Naht und einmal hier die Naht und gucken, dass auch hier wieder Naht auf Naht trifft. Das nähe ich einfach zusammen. Genau. Das ist jetzt noch nichts mit einem. Genau. Vorher steckst du aber alles, dass dir da nichts verrutscht. Okay, das mache ich mal. Und dann nähen wir, bügeln das Ganze aus und dann treffen wir uns gleich wieder und dann erkläre ich euch, wie es weitergeht. Okay, super. Das schaut ja schon aus wie eine Hose. Ja, perfekt, ne? So, ich habe jetzt hier oben den Bund einmal 3 cm drumherum eingebügelt und habe auch unten die Hosenbeine schon mal eingebügelt. Erst einen halben Zentimeter und dann nochmal einen Zentimeter, dass ich dann alles jetzt schön verschließen kann. Und wie kriege ich das jetzt oben so? Jetzt müssen wir das Gummiband einziehen. Ah, so. Auf dem Rücken das Gummiband. Genau. Okay. Und zwar ist es jetzt so, dass wir von der Seitennaht über hinten, das ist das Teil, was länger ist. Also, das. Ja, das sehen wir. Gut. Okay, 3 cm entlang von der Seitennaht bis zur Seitennaht nähen wir jetzt einen Tunnel. So, bin gleich wieder da und dann geht's weiter. Okay. So, wir haben jetzt hier einen Tunnel genäht von Seitennaht zu Seitennaht und das Gummiband darf natürlich nicht größer als breiter als 3 cm sein, also ich habe so 2,5 cm breites Band. Ja, das reicht ja auch. Genau. So, jetzt gehe ich hier, ich nehme das jetzt mit einer Sicherheitsnadel und gehe hier an diesen Tunnel rein und zieht das jetzt sozusagen einmal durch. Ach, ich fummel mir das so ein bisschen zurecht. Genau. So, das ja, siehst du, das spürst du auch und dann kannst du es durchziehen. Ach so, ah! Genau. Du musst nur darauf achten, die eine Seite, die darf natürlich jetzt nicht über die Naht durchrutschen, weil wir fixieren das Band jetzt gleich erst an der einen Seitennaht. Das ist nicht ganz einfach. Aber es geht. Also auch für so absolute Spezialisten wie mich ist das machbar. Ja, prima. Dann fixieren wir das gleich. Achso, muss ich damit erst fertig werden? Ja. Dann kann das ja noch ein bisschen was dauern. Also ich habe es ja jetzt hier durchgezogen. Man sieht das Ende und dieses Ende. Da musste ich aufpassen. Was mache ich denn jetzt damit? Das ist ja jetzt
ein bisschen sehr eng. Ja, das funktioniert natürlich noch nicht. Muss ich das jetzt nähen, genau, oder wie? Genau, du ziehst das jetzt durch und nähst hier von außen, das ist wichtig, von außen, einmal im Nahtschatten, einmal in der Naht. Und dann probierst du die Hose deinem Kind an und stellst das Band ein. Ah, weil ich es noch auf der anderen Seite einstellen kann. Genau. Korrekt? Genau. Gleich ist. Okay. Du musst ein aufpassen, dass es nicht wegrutscht. Komm, dann gehe ich mal zur Nähmaschine. Also ich habe das jetzt im Nadelschatten, wie... Nahtschatten. Nahtschatten, verdammt, genäht und habe ja jetzt das andere Ende. Das heißt, jetzt würde ich probieren, das meinem Kind anprobieren. Kind anzuziehen, damit ich weiß, wie eng das hinten gerammt. Das finde ich ja klasse. Mhm. Und dann... Ja, dann steckst du das fest und nähst es exakt genau auf der anderen Seite auch wieder fest. Ich würde nur empfehlen, zu gucken, dass der Gummi, der verzieht sich manchmal da auch gern ein bisschen, dass der glatt drinnen liegt, also dass sich da nichts verzogen hat. Das kenne ich, wenn man also gewisse Hosen gewissermaßen auf das wäscht. Ja. So, und dann kann es auch schon weitergehen, dann fixieren wir das auf der anderen Seite und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Ja, alles ist voll fertig genäht. Jetzt muss ich nur noch eigentlich hier vorne das einmal, wie du so schön sagst, absteppen, oder? Mhm. Genau. Und hier unten auch noch. Und mal. Die Beine. Wow, und dann ist die Hose komplett fertig. Guckt euch das mal an. Entschuldigung, bitte. Das ist eine Hose. Dafür zahlt sie normalerweise 200 Euro. Mindestens. Ich würde dir vorne noch empfehlen, wenn du jetzt vorne absteppen möchtest, dass du genau hier im Verlauf einmal weiter nähst. Steckst es hier schön ab mit Nadeln und nähst dann im Verlauf in auch wieder die 3 cm hier zu, bis dahin. Und dann hast du ein sauberes Hosenbild und noch einmal abgenäht und fertig ist die Hose. Halt! Ich habe noch was. Diese Hose gibt es als Nähset auf zierstoff.de. Und die Anleitung und die Stoffe, das ist jetzt ein schön Kornblumenblau, die gibt es auch was zu kaufen. Viel Spaß beim Nähen!